Je länger man zusammen ist, desto besser kennt man sich auch. In diesem Video gehe ich dieser ganzen Geschichte mal auf den Grund und guck mal, was da so Wahres dran ist und ob es wirklich nur die Zeit ist, die wir irgendwo brauchen, um uns kennenzulernen, oder ob da nicht vielleicht doch noch irgendwelche anderen Einflussfaktoren wirken, die wir vielleicht auf den ersten Blick nicht sehen können. Wenn dich dieses oder ähnliche Themen interessieren, dann abonniere doch bitte gerne diesen Kanal, um kein Thema mehr zu verpassen. Vergiss auch nicht, das kleine Glöckchen da zu aktivieren, damit du immer darüber informiert wirst, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich würde mich auch freuen, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst. Und dann starten wir jetzt mit dem Video. Viel Spaß! Viele Pärchen denken, dass wenn sie einfach nur länger mit ihrem Partner zusammen sind, dass sie dann über die Zeit ihren Partner besser kennenlernen. Und ich würde jetzt auch sagen, dass das auch zu einem gewissen Teil stimmt, denn natürlich bietet uns die Zeit die Möglichkeit, den anderen kennenzulernen. Es ist klar, wir sehen eben ab einer gewissen Zeit den Partner nicht mehr nur durch die rosarote Brille, sondern fangen auch an, den Alltag mit ihm zu bestreiten. Das bedeutet, wir gehen bestimmte Muster zusammen mit ihm durch und erleben viele Dinge nach dem gleichen Schema. Das Ganze nennt sich dann, ja, Alltag. Wenn die erste Euphorie vergangen ist, dann ist es in der Regel so, dass auch der Gesprächsstoff irgendwann ausgeht. Oder es ist so, dass sich die Pärchen nur noch um gewisse Themen kümmern. Ja, das kann zum Beispiel sein Thema Liebe, das kann sein Thema Freunde, das kann das Thema Essen sein, das Thema Reisen sein. Damit möchte ich nur sagen, dass die Pärchen irgendwann ihre Gesprächsthemen festsetzen, weil sie genau wissen, und da haben sie sich dann schon kennengelernt, was interessiert den anderen, was interessiert den anderen nicht, wo kommen wir überein und über was können wir uns austauschen. Wenn wir uns allerdings jetzt einschränken, was die Kommunikation angeht, dann birgt das Ganze natürlich auch die Gefahr, dass wir uns nur noch einem bestimmten Konsens widmen und eben alles andere ausblenden. Das bedeutet, dass wir uns automatisch weniger miteinander unterhalten als in der Anfangszeit. Wie ist es bei dir und deinem Partner so? Nehmt ihr euch noch regelmäßig Zeit füreinander, wirklich so, wie ihr es am Anfang gemacht habt, in der Intensität? Schreibt es mir mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Wie sieht es jetzt mit der Interessenseite aus? Auch da würde ich sagen, gibt es natürlich die und die Fraktion. Es gibt welche, die das immer aufleben lassen, immer wieder. Aber in Alltagssituationen erlischt in der Regel auch irgendwann das Interesse an dem Partner. Denn wenn wir erstmal den Alltag haben, wenn er uns eingeholt hat, dann ist es irgendwann so, dass der Partner für uns dazugehört. Und das ist eine schöne Sache, aber die birgt natürlich auf der anderen Seite des Schwertes auch die Gefahr, dass wir den Partner als gegeben hinnehmen und ihn als Gegenstand nehmen und werden wahrscheinlich erst feststellen, wie wichtig unser Partner doch für uns ist und welche Stütze er uns eigentlich ist. Und das sehen wir, wenn er nicht mehr da ist. Zum Beispiel durch Lehrgänge, durch Ausliegen, also ne, die Arbeit woanders haben oder vielleicht auch durch Krankheit. Und dann wird uns in der Regel erst bewusst, was wir in unserem Partner haben. Wenn ich mir jetzt für meinen Partner keine Zeit mehr nehme oder gar nicht mehr so in den Dialog mit ihm gehe oder eben das Interesse völlig, ja, verloren habe und im schlimmsten Fall alle drei Dinge zusammentreffen, dann ist es so, dass wir irgendwann die Entwicklungsphasen, die jeder Mensch in seinem Leben von Beginn bis zum Tod durchlebt, nicht mehr mitbekommen. Wir nehmen sie nicht mehr wahr, weil wir eben festgefahren sind, jeder in seiner eigenen Rolle, und verpassen diese Schritte, die der Partner in eine andere Richtung geht. Wir widmen uns also unbewusst unseren Alltagspflichten, ohne zu merken, dass der Partner, wenn wir Pech haben, in die eine Richtung driftet und wir entweder stehen bleiben oder, wenn es noch schlimmer ist, vielleicht sogar in die andere Richtung driften, weil auch wir uns ja entwickeln. Das heißt, es kann passieren, dass wir von einer sehr, sehr engen Beziehung vielleicht richtig auseinanderdriften oder einer driftet nach ganz weit in eine Richtung und der andere kommt nur ganz, ganz, ganz langsam hinterher durch die verzögerte Kommunikation. Und das wäre doch eigentlich wirklich schade, wenn wir uns doch lieben, uns aber wahrscheinlich und unseren Geliebten gar keine Gedanken mehr machen müssen. Irgendwann kann es auch so weit sein, dass du von dem anderen so distanziert bist oder so genervt vielleicht auch bist, dass du nur noch seine Schwächen siehst.
dann nerven dich diese Schwächen natürlich auch und dann fängst du an, drauf rumzuhacken. Und ob das jetzt unbedingt beziehungsförderlich ist, sei mal dahingestellt. Ich denke mal nicht, oder? Nehmt euch regelmäßig Auszeiten vom Alltag. Geht mal spazieren, geht raus. Wenn ihr Hunde habt, ja, nehmt mal eine andere Route. Fahrt vielleicht auch mal mit den Hunden weg. Ich kann es jetzt nur selber sagen, weil wir auch einen Hund haben. Gebt eure Kinder ruhig mal ab zu Oma und Opa ohne schlechtes Gewissen. Und geht zusammen ins Kino. Geht bei eurem Lieblingschinesen, in meinem Fall, essen. Geht einem Hobby nach, vielleicht zusammen. Das wäre ja schön, man muss nicht alles zusammen machen im Leben. Aber so ein, zwei Dinge oder diese grobe Richtung solltet ihr schon zusammen erleben. Denn das stärkt ja eure Bindung als Partner und sorgt auch dafür, dass ihr euch wirklich noch mal ein bisschen besser kennenlernt. Und eben nicht, wie vorher schon gesagt, auseinanderdriftet. Vielleicht ist es auch sinnvoll, wenn ihr euch vielleicht einmal im Monat einen Abend nehmt, da nehmt ihr euch einen schönen Wein oder wenn ihr müsst keinen Alkohol trinken, ja, was zu trinken und setzt euch mal hin und sprecht einfach mal wie so eine Art runder Tisch eure Probleme an. Denn es bringt nichts, es reinzufressen in sich selber, dann wächst bloß die Unzufriedenheit und irgendwann explodiert ihr. Also nutzt eure Zeit, die ihr zusammen habt, die ihr als Paar habt, geht in diese Zeit rein, in diese Paarzeit und besprecht einfach mal, was euch vielleicht gerade nicht gefällt. Und das natürlich auch bitte konstruktiv. Wenn ihr Fragen habt, wie man solche Gespräche führt, dann schreibt mir das mal in die Kommentare rein. Das ist ja wie so eine Art Feedback-Gespräch. Dann kann ich euch das auch einmal in einem Video gesondert aufschlüsseln, wie ihr es am besten macht. Wenn dir noch was einfällt, irgendwelche schönen Aktivitäten außerhalb des Alltages, dann würde das hier bestimmt einige Leute interessieren. Schreib es mir doch mal unten rein und lass uns zusammen mal so ein bisschen sammeln. Beziehung ist natürlich und vor allen Dingen, wenn es nachher auch in die Jahre geht und in die Jahrtausende so ungefähr, ja, so lange wie einige Partner schon zusammen sind, dann ist das immer ein Haufen Arbeit. Es ist nie nur einseitig, sonst funktioniert die ganze Sache nicht. Und wenn ihr euch zusammenrauft, wie gesagt, dem Alltag regelmäßig entflieht, dann wird das auch. Dann werdet ihr euch auch immer wieder für den anderen interessant machen. Und so bleibt die Beziehung dann noch frisch. Zum Ende des Videos habe ich noch einen kleinen Spruch für dich. Nicht die Länge der Beziehung entscheidet über gemeinsames Glück, sondern die Fähigkeit, sich selbst und seinen Partner immer wieder neu kennenzulernen. Mit diesem Spruch verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, ihr konntet was rausnehmen. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr möchtet. Liked mein Video, das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann. Tschüss.